Hallo ihr Lieben, hier ist eure Jonanda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich heute am Dienstag zu einer neuen Kartenlegung und möchte mal wieder mit euch einen heilsamen Weg legen. Ich denke, es ist ganz wichtig, bei uns fängt ja alles an, weil du selbst bist der Schlüssel zu deinem Leben oder der Schlüssel in dein Leben und alles, was aus dir herausstrahlt, ja, bestimmt ganz einfach, was du auch zu dir hereinlässt oder was mit dir in Resonanz gehen kann. Strahlst du Licht aus, gehst du mit Licht in Resonanz und ja, leuchtet deine Kraft nicht aus deiner Mitte heraus, sondern da ist viel Schattenenergie oder Dunkelheit, wirst du genau solchen Energien begegnen. Und es ist ja immer gut zu wissen, ja, wie es uns selbst eigentlich geht oder was wir an unserem Weg auch verändern können. Deswegen eignet sich ganz gut der Feenring. Das ist eine Legung, die ich ganz gerne mache, weil da ganz einfach auch die Schwächen und die Stärken beleuchtet werden. Ja, wir nehmen heute mal wieder den Golden Tarot und ich mische die jetzt gut durch. Ja, der ist im Übrigen von Cat Black. Ihr findet auch immer meine verwendeten Kartendecks in der Infobox. Und ich mische den jetzt ganz gut durch. Und dann schauen wir mal, was da so drin liegt. Ne? 8 Karten brauchen wir. Oh. Ich habe aber gerade beschlossen, ich mische und werde dann diese 8 Karten vom abgehobenen Stapel runternehmen. Deswegen bitte ich jetzt, die Energien sich zu sortieren. Und zwar so, dass wir hier im Kollektiv ganz gut verstehen können. Okay, die erste Karte liegt. Wenn ihr jetzt wüsstet, wer da liegt, ach, ich hau mich schon wieder weg. Dieses Tarot-Deck, ne, das ist sozusagen inzwischen, ich muss hier ein bisschen Platz schaffen, ich habe hier so ganz viele Steinfreunde neben mir liegen. Dieses Tarot-Deck ist das Moody-Deck, ne, weil als erste Karte grüßt uns in dieser allgemeinen kollektiven Legung die gar zauberhafte Königin der Schwerter. Und ich muss da sofort, ich habe gleich wieder Kopfkino an, seit ich ihr die Ähnlichkeit entdeckt habe. Ne? Es hat ja schon für einige Lacher gesorgt. Mutti, ne? Mutti ist gefallen, die Königin der Schwerter. Und ein Schmetterling fliegt zu ihrem Kronenchakra. Ei, 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 ei. Ja, also Ähnlichkeiten mit lebenden Personen aus der Politik, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, sind unbeabsichtigt, sind völlig unbeabsichtigt und zufällig. Ja, die Königin der Schwerter, also jetzt mal wieder zum Ernst der Lage, sie ist ja jetzt rausgesprungen, das heißt, sie hat uns etwas zu sagen und sie liegt im Hauptthema in der Grundsituation, worum geht es hier eigentlich? Und die Schwertkönigin ist ja die kluge Frau. Ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Schwertkönigin hat es nämlich geschafft, Verstand und Gefühl in Einklang zu bringen. Da sie die Schwertkönigin ist, ist sie sicherlich auch in der Lage, einen kühlen Kopf zu bewahren und auch verstandesorientiert zu handeln. Aber als Königin ist sie dem Wasser zugeordnet und hat also auch ihr Herz am rechten Fleck. Ja, und sie hat eben auch gelernt, sich aus Abhängigkeiten zu befreien. Sie hat aber auch einiges durchgemacht, das zeigt nämlich der Schmetterling, weil der Schmetterling war nicht schon immer da. Der musste auch erst zum Schmetterling werden und deswegen ist die Königin der Schwerter auch Leid erprobt. In der Zahlenkunde ist sie der 52 zugeordnet und ich weiß das ganz gut, weil ich selbst bin eine 52er Frau. Das heißt, in meinem Geburtsdatum liegt die 52 auf meinem Entwicklungsweg und die 52 lehrt dich ganz einfach oder fragt dich, lohnt es sich zu kämpfen? Wann lohnt es sich zu kämpfen und wann solltest du hier besser nicht kämpfen? Wobei ich Kampf in diesem Sinne als etwas sehr Positives sehe. Zumindest so, wie ich meine Energie ausrichte. Wenn ich kämpfe, lenke ich meine volle Kraft in eine spezielle Richtung, von der ich fühle, es lohnt sich hier. Und ich spare mir aber diese Energie oder halte diese Kraft zurück, wenn ich mich reinfühle und eben spüre, es ist hier Energieverschwendung. Weil wir dürfen alle lernen, unsere Energie, die wir freisetzen,
weise zu lenken. Und manchmal ist es einfach auch besser, die Energie bei sich zu behalten, weil sie da ganz einfach besser angelegt ist. Ja, manchmal muss ich die Energie auch in unserer Mitte sammeln können, weil wir vielleicht für etwas anderes plötzlich viel mehr Energie aufbringen dürfen oder müssen vielleicht sogar. Ja, und wenn ich jetzt an unsere Vogelrettungsaktion denke, im Übrigen habe ich Nachricht von Matthias bekommen, der hat heute Morgen einen Blick aufs Konto geworfen, der hat geschrieben, Yonanda, dein Rudel ist der absolute Hammer. Ja, das möchte ich hier gerade auch nochmal einwerfen, weil das ist so eine Situation, wo ich für mich fühle, hier lohnt es sich zu kämpfen. Ja, und ich bin auch hier noch ein bisschen, also wenn ihr merkt, dass ich etwas schleppend spreche, ich komme gerade aus der Meditation und habe energetisch geackert. Eben für diese Situation, weil sich's hier lohnt zu kämpfen. Es gibt ganz einfach Momente im Leben, da geht man an die Front. So. Und es gibt Momente im Leben, da kann man sich diesen Einsatz sparen. Und die Schwertkönigin, die 52, die weiß das. Die hat schon beides erlebt. Die hat schon ihre Energie verpulvert, ihr Pulver verschossen, ja, für Angelegenheiten, wo sie besser sparsamer oder bewusster damit umgegangen wäre. Die hat aber auch schon gelernt, ihre Energie so zu lenken, dass die geballte Ladung wirklich zielgerichtet voll von Bug geht. Ne? Also sie weiß sowohl das eine als auch das andere. Und der Schmetterling zeigt das eben. Ja. Und manchmal ist es gut, wenn man möglichst lange seine Kraft sammelt, weil wenn man sie dann braucht für eine größere Angelegenheit, dann ist man im Endeffekt unschlagbar. Das gibt dann so einen Treffer, der mit einem Schlag versenkt, ne? Sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich kann euch damit erreichen, wie ich es gerade sage. Schau jetzt einfach für dich auf deine Situation, wie es da gerade Sinn macht. Die Runen. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft bezeichnet denn die Situation, in der du dich gerade befindest? In der du gefragt wirst, lohnt es sich hier zu kämpfen oder solltest du deine Kraft lieber bei dir in deiner Mitte hüten? Ja, da sind wir wieder bei der Mitte und es ist die Rune Gebo. Und die Rune Gebo, die strahlt aus der Mitte heraus. In der Mitte liegt die Kraft und deine Kraft liegt in der Mitte. Aus deiner Mitte heraus kannst du in alle Richtungen wirken. Die Mitte ist der stärkste Punkt der Gebo. Und die Gebo steht für das Gleichgewicht der Kräfte. Hier ist alles gleich verteilt. Das ist so das, wie ich, also was bei mir immer durchkommt bei dieser Rune, was auch so spontan immer wieder durchkommt. Wenn man die kippt, ist das auch die Rune, wo der Horizont das Meer berührt. Und wo Himmel und Erde oder Himmel und Meeresspiegel sich treffen und sich begegnen. Es ist auch so ein bisschen so eine Rune, die sich begegnet, die aufeinander zugeht. Das eine hebt sich, das andere senkt sich und so kommen sich die beiden entgegen. Ich gebe es einfach mal so rein und das sollte ich jetzt in dem Moment einfach so sagen. Okay, darum geht es bei dir. Was liegt denn auf deinem Weg in deiner Situation hinter dir? Nämlich zieh es hier rüber. Was liegt hinter dir? Ja, viele Sorgen hast du dir gemacht. Etwas in deinem Leben bedrückt und belastet dich sehr. Und wir haben ja hier die 9 der Schwerter. Das heißt, du bist voll im Kopf und hast düstere Gedanken, weil es ist alles dunkel über dir. Und vielleicht kannst du nachts nicht schlafen. Und da ist ein Hund an deiner Seite, der bellt vielleicht und wufft dich an, damit du aufwachst. Aber du blendest den Hund aus. Du willst ihn auch gar nicht sehen, ne? Diesen loyalen, treuen Freund, der sich auch als schwarz zeigt und der eigentlich zeigt, ich bin ein schwarzer Hund, aber ich bin Licht, weil als Hund verkörpere ich die Treue und die Loyalität und ich sehe die Dinge von außen ganz anders, wie du sie siehst und du grämst dich so, komm, wach doch auf und komm zurück, aber du wolltest das vielleicht in der Vergangenheit nicht sehen oder konntest es nicht sehen und diese 9 Schwerter senken sich so bedrohlich auf dich herab, aber du kannst gar nicht erkennen, dass sie hinter dir sich herabsenken. Sie sind nicht über dir und sie sind auch nicht mit der Spitze zur Erde gerichtet. Das heißt, sie
durchdringen dich nicht in diesem Fall, sondern sie sind so in so einer Schwebe und eigentlich gehen sie an dir vorbei, aber das möchtest du oder kannst du in diesem Moment nicht sehen oder annehmen. Und der Hund, der dir sagt, schwarz ist gar nicht böse, auch den kannst du im Moment nicht sehen und das liegt so hinter dir, also einer Zeit der Sorgen. Die 9 der Schwerter steht auch oft für die Reue oder Gewissensbisse, also einfach für einen immensen Druck, den man vielleicht ausgesetzt ist. Und ja, wie wir alle wissen, sowas holt einen eigentlich dann immer ein, wenn der Tag sich senkt und wenn die Nacht hereinbricht. Ja, welche Runenkraft liegt hinter dir? Welche Runenkraft liegt zu den 9 der Schwertern? Zu der 9 der Schwerter in der Vergangenheit. Welche Runenkraft liegt in der Vergangenheit? Die Manas-Rune. Und das ist ja eine Rune, die sich verbunden ist. Vielleicht hast du dir hier diese großen Sorgen gemacht, eine Beziehung betreffend, ne? Weil die Rune Manas ist ja eine Rune, die sich verbindet, die ineinander fließt. Ist eigentlich eine der schönsten Runen, so wie ich es fühle, weil es begegnet sich zweimal die Wunjo und auch die Rune Dagas ist in die Erdung gegangen und hier fließen auch Gefühle mit der Rune Lagos und es sieht aus wie zwei, die sich umarmen oder vielleicht auch küssen. Es kann auch einfach bedeuten, dass du in der Vergangenheit in einer Beziehung viel Sorge durchlebt hast. Sie kann auch in dem Fall jetzt für Liebeskummer stehen. Was ist Liebeskummer? Nicht vielleicht unbedingt das, was die meisten jetzt einfach so darunter verstehen. Liebeskummer ist vielleicht auch einfach eine Zeit, in der dein Herz geschmerzt hat. Weil dein Herz ist der Wohnort deiner Liebe, soll ich gerade sagen. Und vielleicht wurde dein Herz extrem belastet. Oder du trägst Sorgen auf dem Herzen. Schau mal für dich rein. Also es liegt auf jeden Fall hinter dir. Und deswegen wollen wir jetzt wissen, was liegt denn vor dir und was erwartet dich auf deinem Weg? Wow, und das sind die 9 der Kelche. Das ist so schön, weil die 9 der Kelche ist für mich die Vollendung im Gefühl. Die 9 ist ja die höchste einstellige Zahl. Über die 9 geht nichts drüber. Wir kennen so hohe Zahlen und Zahlen sind unendlich, aber die wiederholen sich ständig. Ab der 10 geht es von vorne los. Die 10 bringt die 1 auf den Punkt. Die Zahlen von 0 bis 9, das sind die Zahlen, über die nichts drüber geht. Mehr gibt es nicht. Und aus diesen Zahlen entstehen alle Werte im Endeffekt, weil so eine Zahl hat ja immer auch einen Wert. Ne? Und je höher die verschiedenen Ziffern sich zusammenreihen, desto höher wird ja laut unserem Denken der Wert. Aber eigentlich ist es ganz einfach, weil die 9 hat eigentlich den höchsten Wert. Sagen wir es mal so, das ganze Mathe-Gedöns müsste es nicht geben, wenn man einfach sich im Kreis von 0 bis 9 bewegen würde. Dann hätte sogar ich das verstanden. Ja, und weil die 9 eben die höchste einstellige Zahl ist und die Kelche für die Gefühle stehen, geht es hier um das höchste Maß an Gefühlen, was erreicht werden kann. Und das liegt vor dir auf deinem Weg. Das heißt, schau mal, hier ist der Hund im Übrigen weiß. Ne? Aus Schatten werde Licht. Wir haben zweimal die 9. Du warst, also du hast in der Vergangenheit die Grenze des Belastbaren erreicht. Der Hund ist schwarz. Alles ist dunkel um dich herum. Und in Zukunft wirst du das höchstmögliche an Gefühl erreichen. Das Licht ist zurück und der Hund ist weiß. Wow, also das ist gar zauberhaft, weil wenn die Rune Manas mit einer Beziehung vielleicht in deiner Vergangenheit liegt, wobei du alles in Beziehung setzen kannst, es muss jetzt nicht um eine partnerschaftliche Beziehung gehen, liegt die 9 der Kelche in der Zukunft. Und die Kelche stehen für die Liebe und vielleicht erwartet dich hier eine Liebesbeziehung, in der du voll ins Gefühl gehst und die dir auch die Erfüllung der Gefühle bringt. Wir haben hier eine Frau, die hält ein Kind im Arm. Es kann sein, dass diese Beziehung durch dich genährt wird oder auch geborgen wird. Du hütest diese Beziehung wie einen Schatz, du hältst sie wie ein Kind im Arm und weißt auch, dass du dich gut drum kümmern musst, weil sie vielleicht sonst
kaputt geht, ja. Also du hütest sie hier wie dein Baby, ne? Sagen wir es doch mal so. Ja, und auch hier die beiden hier unten, die diskutieren ja was aus, ne? Wir haben den Hund und die Elster. Ja, es könnte eine Elster sein. Es ist ein schwarz-weißer Vogel. Und es geht darum, wer bekommt die Beeren? Aber mit den 9 Kelchen ist für alle weiß Gott genug da, weil das sind 9 gefüllte Kelche. Also da ist wirklich die absolute Vollendung da. Und auch die beiden hier unten dürfen sich einig werden. Vielleicht lässt du ja eine solche Energie gleichzeitig hinter dir in dem Moment, wo du im Arm hältst oder in deiner Geborgenheit hältst, was dir vielleicht auch gegeben wird. Also, dass du wirklich etwas hütest, ja, wie einen Schatz. Vielleicht ist es auch dein eigenes inneres Kind. Also, es kann auch die Selbstliebe sein, ne? Für den einen oder anderen kann es auch die Selbstliebe sein. Mit der 9 der Kelche kommst du voll in deine Selbstliebe rein. Das ist auf einem Heilungsweg natürlich überaus positiv zu bezeichnen. Welche Runenkraft bringt dir die Zukunft? Was liegt vor dir? Welche Runenenergie liegt vor dir? Und wir haben hier die Wunjo. Ach, das ist ja gar herrlich, ja. Die Wonne und die Freude, ne? Also mit der 9 der Kelche liegt die Wonne und die Freude vor dir. Alles geht gut aus, egal um was es geht in deiner Angelegenheit. Es geht gut aus. Du wirst Grund zur Freude haben. Du hattest immer Grund zur Hoffnung. Es ist echt wundervoll. Also ja, also hier kommt eine neue Beziehung, weil hier haben wir ja noch die halbe Manas, ne? Im Prinzip. Wir haben die halbe Manas. Und es kann hier tatsächlich um deine Selbstliebe gehen. Es kann aber auch sein, dass das passende Gegenstück sich hier ganz einfach für dich finden wird. Weil die Wunjo sagt ja, du darfst dir das Allerbeste erwarten. Es geht gut aus. Also es kann auch wirklich sein, dass hinter dir eine Beziehung liegt, die ganz einfach jetzt der Vergangenheit angehört und dass auf deinem Weg in die Zukunft mit der 9 der Kelche und der Wunjo dich etwas ganz, ganz zauberhaft Neues erwartet. Ja, sehr schön. So, was hast du denn für Schwächen? Wo darfst du denn dran arbeiten? Die Liebenden, ja. Das, was die stärkste Kraft im Universum ist, macht dich gleichzeitig auch schwach. Du bist vielleicht ein Mensch, der sehr, sehr liebt. Und eigentlich fällt es mir schwer, die Liebe selbst als Schwäche zu bezeichnen, weil die Liebe ist für mich immer eine Stärke. Es könnte in dem Fall zu deiner Schwäche werden, dass du dich halt immer öffnest und so zeigst, wie du bist. Du bist vielleicht schon oft verletzt worden, weil du dich so zeigst, wie du bist. Du siehst ja hier, die beiden sind ja einfach so, wie sie sind. Die haben keine Klamotten am Leib, die sind splitterfasernackt. Die begegnen sich einfach so, wie sie sind. Da wird nichts verschleiert, ne? Zum Beispiel durch ein Gewand. Und bei mir kommt gerade deutlich rein, du hast dich schon oft geöffnet und hast dich so gezeigt, wie du wirklich bist. Und nicht immer wurdest du so in der Geborgenheit gehalten. Aber diesmal, so wie es bisher aussieht, darfst du hier vertrauen, dass du diesmal nicht fallen gelassen wirst. Und es geht hier diesmal auch nicht darum, wer hier mehr bekommt, sondern hier geht es nur um die Geborgenheit an sich. Und du kennst deine Schwäche und das ist so dein Wunderpunkt, dass du dich also einfach zeigst, so wie du bist. Und damit ja, bist du halt auch schon oft genug auf die Schnauze gefallen, ne? Sagen wir es mal so. Und hast deine Verletzungen davongetragen. Und deswegen liegt die Karte der Liebenden auf deiner Schwäche. Was aber eigentlich, also ich finde es eine Stärke, wenn du wenn du so viel schon erlebt hast, indem du immer wieder durch deine Offenheit gefallen bist oder fallen gelassen wurdest und du bist immer noch offen, dann zeugt das für mich von großer Stärke. Also du weißt schon, wie ich es jetzt meine, ja? Welche Runenkraft bringt dich denn hier von der Schwäche in die Stärke? Ich habe gerade das Gefühl, so fühlt sich's richtiger an, so die Energie auszurichten. Also welche Runenkraft löst hier deine Schwäche ab, ne, wenn du wirklich so offenherzig bist und dann immer wieder ins offene Messer läufst? Ungeschützt, wohlgemerkt. Die Raido.
Und die Rheido, das ist für mich eine Rune, die steht für den Rhythmus. Die steht auch für Taktgefühl und den Rhythmus in etwas finden. Ich muss dabei immer an einen Ritt denken oder an ein Pferd, was in so einem gleichmäßigen Galopp ist. So babum, babum, babum. Und das ist dann so in seinem Trab. Das hat so seinen Rhythmus und ein Rhythmus heißt ja auch, wenn etwas im Rhythmus ist, dann stagniert es nicht. Das heißt, du sollst hier ganz einfach, wenn das wirklich so ist, dass du schon oft dadurch, dass du so offen bist und dich wirklich so zeigst, wie du bist, verletzt worden bist, du sollst deshalb nicht in einen Stillstand verfallen und sagen, ich bin jetzt schwach, also das hat mich jetzt schwach gemacht, weil ich so angreifbar bin, weil ich eben so sehr in die Liebe gehe, sondern du sollst im Takt bleiben, du sollst dich nicht aus dem Takt bringen lassen. So kommt es bei mir rein. Du sollst hier wirklich im Takt bleiben und einfach auch dein Herz weiterschlagen lassen, weil die Rheido ist für mich auch eine Rune, die den Herzschlag bezeichnet, weil auch unser Herz hat einen Rhythmus, ne? Dieses Babum, Babum, Babum. Und es braucht nicht stolpern oder gar Aussetzer haben, weil es vielleicht schon oft verletzt worden ist. Es soll hier einfach seinen Schlag tun, soll ich sagen. Okay. Welche Stärken hast du oder darfst du entwickeln? Die drei der Schwerter. Und da schließt sich im Endeffekt der Kreis. Du hast dich schon immer so gezeigt, wie du bist. Bist offenherzig und hier bin ich. Ich bin Liebe. Ich liebe dich, weil es einfach so ist. Bist vielleicht ein Mensch, dem das Herz nicht nur in der Brust schlägt, sondern du trägst es auch auf der Zunge. Und dadurch bist du oft verletzt worden, wie die drei der Schwerter zeigt. Dein Herz ist schon oft durchdrungen worden, aber diese Schwäche ist zu deiner Stärke geworden. Man könnte im Endeffekt die Karten tauschen. Es ergibt aber beides den gleichen Sinn, unten wie oben wie unten. Weil deine Stärke ist geworden oder deine Stärke ist, dass du dein Herz immer wieder in die Heilung bringst. Es kann dich durchdringen, wie es will. Also etwas. Etwas kann dich durchdringen, wie es will. Du bist bisher immer wieder geheilt. Du hast auch festgestellt, wenn du dich durchdringen lässt, bringt es dich in deinem seelischen Wachstum weiter, weil nur so kannst du lernen. Es ist, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, leider Gottes, sondern es ist zum Glück so, weil das ist auch immer, also dass man das Gute im Schlechten sieht. Je größer der Schmerz gerade ist, den wir empfinden, desto stärker wächst unsere Seele. Unsere Seele, die will immer nur eins. Wir inkarnieren hier auf Erden. Wir sind hier in der Inkarnation. Inkarnation bedeutet Fleischwerdung. Also wir sind Fleisch und Blut, ja. Und unsere Seele verfolgt ein genaues Ziel. Die will wachsen. Und eine Seele wächst nicht, wenn immer nur alles toll ist und wir führen ein Leben in Saus und Braus. Und in dem Moment fällt hier ein Blatt runter im Übrigen. Es war ein Zeichen. Also ich habe hier so eine große Zimmerpflanze stehen, die hat gerade jetzt in dem Moment ein Blatt verloren. Unsere Seele erfährt dann Wachstum, wenn sie Prüfungen ablegt und wenn sie etwas meistern darf. Ja? Wenn sie meistern darf, erfährt sie Wachstum. Und bei dir scheint es hier tatsächlich auch um Gefühle und um die Liebe zu gehen. Das, was vermeintlich deine Schwäche ist, deine Offenheit und auch deine Offenherzigkeit, ist eigentlich deine Stärke, weil dadurch darfst du immer wieder heilen. Du darfst immer wieder heilen und es geht bei dir hier um deine Herzheilung. Und dann wendet sich das Blatt. Durch die Verletzung wirst du dir deine Offenheit bewahren, wenn du wirklich heil bist. Das ist total schön. Lass mal sacken. So, und welche Rune bezeichnet denn deine Stärke? Welche Rune bezeichnet denn deine Stärke? Und es ist die Rune Sovilo. Und die Sovilo, das ist die Sonne. Das ist die Rune der Lebensfreude und der Sonne. Das heißt, egal was bei dir im Leben so passiert und egal wie oft du schon verletzt wurdest und egal wie oft dein Herz schon gebrochen oder durchdrungen wurde von jemandem oder von etwas, du hast nie deine Strahlkraft verloren. Und gerade weil dein Herz so verletzt ist, ist es ganz besonders schön. Und es leuchtet heller als je zuvor.
Und die Suvilo ist auch die Rune der Lebenskraft. Also es kommt bei mir so rein, durch diese Verletzung bist du im Endeffekt stärker geworden. Du hast noch mehr Strahlkraft bekommen und auch noch mehr Charisma. Es macht dich noch mehr aus. Also im Endeffekt zeichnen auch diese Narben auf deinem Herzen, die zeichnen dich aus. Ja, die Hindernisse auf deinem Weg. Was liegt denn so in deinem Prozess auf der Blockadenebene? Und das soll die sein? Die vier der Kelche. Ne? Also manchmal verlierst du so ein bisschen den Mut. Und manchmal bist du in so einem, die Kelche stehen ja für Wasser, deswegen würde ich sagen, in so einem Tal der Tränen. Das kann auch manchmal so ein bisschen Selbstmitleid sein und bedauerst dich vielleicht ein bisschen und denkst dir, boah, jetzt geht es mir schon wieder so schlecht, jetzt habe ich mich geöffnet und was passiert, wenn jetzt das mir alles wieder passiert? Und dann siehst du vielleicht auch, was andere haben und du nicht, ne? Weil die Person hier, die schaut ja, wendet sich ja so ab, ne? Der liegt ja ziemlich viel zu Füßen und sie ist aber so in so einer Haltung, also sie verschränkt die Arme, ne, und macht sich dicht. Das bedeutet ja auch, sie hat das Bedürfnis, sie will sich hier schützen, ne, sie will sich dicht machen und sie macht sich dicht auch hier so vom Herzchakra. Also sie macht sich jetzt nicht nur so vom Solarplexus dicht, sondern das geht schon so ziemlich weit hoch und manchmal stehst du dir dann einfach selbst im Weg. Indem du sagst, oh nee, nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder verletzt werden. Nein, nicht schon wieder. Ich habe das alles schon mal durch. Und das bringt dich dann in so einen Verdruss und in so eine Hab-Acht-Stellung und in so eine Schutzhaltung, die du aber eigentlich ablegen darfst, weil du bist im Endeffekt total auf so einem Meisterweg, ne? Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also es ist ein ganz lichtvoller Meisterweg, ein Weg der Meisterschaft. Und manchmal drückst du dich vielleicht so ein bisschen drum, dass du sagst, boah, nee, schon wieder eine Prüfung. Oh nee, wenn ich dran denke, was mir in vergleichbare Situationen erst widerfahren ist, oh nee, nicht schon wieder. Nee, nein, diesmal nicht. Ne? Also so kommt es bei mir rein. Welche Runenkraft blockiert dich? Nein, das will ich so gar nicht fragen. Welche Runenkraft hilft dir, diese Blockade aufzulösen? Positiv. Die vier der Kelche. Welche Runenkraft hilft dir, die Kelch 4 aufzulösen? Die Iwas ist für mich auch eine Rune, die Seelenpartnerschaften bezeichnet oder eben auch Seelenliebe. Dazu zu bestimmter Zeit mehr. Das ist für mich eine Rune, die die Ebenen verbindet. Die fließt nach unten und die fließt zurück nach oben. Es ist die Eibe. Eiben sind Tore. Tore auf eine andere Ebene. Und das ist eine Rune, die eben die Grenzen überschreitet und das, was getrennt ist, verbindet. Oben und unten. Und hier dürfen die Gefühle fließen. Und etwas vom Himmlischen kommt ins Irdische, fließt aber auch gleichzeitig zurück ins Himmlische. Und daran sollst du dich in diesen Momenten erinnern, wenn du sagst, nein, Prozessverweigerung, ich habe da keinen Bock drauf, ey. Verdruss, dies, das, jenes ist mir schon alles widerfahren, diesmal nicht, das passiert mir nicht nochmal. Es ist ein weiteres Geschenk, was dich erwartet. Und deswegen sagt mir diese Rune auch gerade, sie zeigt dir, du darfst hier vertrauen. Ne? Und es ist auch eine Rune, wo man sich fallen lassen kann. Ja. Das ist, also da sie die Welten verbindet, also buchstäblich, genau wie für mich die Naudis, das habe ich neulich erstmal irgendwann erwähnt oder vor ein paar Tagen. Auch das ist diese, so eine Alice im Wunderland-Rune. Man fällt ins Kaninchenloch und zack, bumm, man wechselt die Ebene. Das heißt, du sollst auch lernen oder du darfst auch lernen, deine Situation auf höhere Ebene zu heben. Ja? Okay. Dinge, die dir helfen. Die 10 der Schwerter, und da ist es wieder. Das ist ja die 55 und die steht für das vollständige Durchdringen. So, jetzt fragst du dich vielleicht, also für viele ja dunkelste Karte im Tarot, für mich nicht. Weil im Prinzip hilft dir, dass du es zulässt, dass sich eine Situation komplett durchdringt. Weil dann wächst deine Seele am meisten. Es ist okay. Das können viele nicht annehmen, weil im Prinzip sind wir so ausgerichtet, wir wehren uns gegen Schmerz, weil wir wollen keinen Schmerz haben. Es heißt aber auch, das, was dich erwartet, willkommen zu heißen, egal wie es ist. Das soll ich gerade ganz klar so sagen. Das fällt uns manchmal schwer. Also die Person ist nicht nur durchdrungen, die ist vorher noch die Treppe runtergefallen. Die ist vielleicht auch vor etwas, was ihr Angst gemacht hat. Das könnte ein schwarzer Hund sein, weil mit schwarzen Tieren, da bringen viele Menschen
Also ich nicht, ich liebe schwarz. Von mir aus könnten alle Tiere schwarz sein, aber es gibt viele Menschen, die haben Angst, gerade vor schwarzen Hunden. Es sind auch tatsächlich die, die es am schwersten haben in der Vermittlung. Und hier ist jemand vor etwas weggelaufen, ist noch die Treppe runtergefallen, weil er ist hier von einem Hund, der eigentlich treu und loyal ist, davongelaufen, ist die Treppe runtergefallen. Ja, er ist trotzdem durchdrungen worden. Und es hilft dir ganz einfach, in deiner Situation es zuzulassen. Lass es zu, dann geht es auf. Welche Runenkraft bringt dich auf deinem Weg vorwärts? Die Petro, die ganz einfach sagt, nimm an, was dir zufällt. Das ist eine Schicksalsrune. Es fällt dir in den Schoß. Es darf geboren werden. Es ist auch wie so ein Becken. Ja? Es darf auf die Welt kommen. Schicksal bedeutet geschicktes Heil. Es dient deinem Wachstum. Egal, was du bekommst, du darfst daran wachsen. Es dient deinem Wachstum. Und es geht ja hier ums Seelenwachstum. Es dient deinem goldenen Pfad der Seele, dem goldenen unter den grauen. Ja, nimm es an. Und es führt zu den zwei der Stäben, zu der zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe ist eine Karte der Neutralität und du wirst feststellen, am Ende deines Weges ist alles gut. Da ist überhaupt kein Schmerz oder keine Sorge, sondern du wirst feststellen, alles ist in seiner Mitte. Alles ist in seiner Mitte. Das kommt mir gerade so klar durch, also die Karten sprechen so deutlich mit mir. Du wirst feststellen, am Ende des Weges, genauso wie es läuft oder gelaufen ist, ist alles richtig. Es ist im Gleichgewicht, es ist in seiner Neutralität. Die Energien sind ausgeglichen. Neutralität bedeutet Abwesenheit von Schmerz. Und mit der Lagusrune fließen hier die Gefühle. Du fließt wie das Wasser. Und das Wasser fließt um alles herum. Wenn es ein Hindernis irgendwo gibt, ist das Wasser in der Lage, immer einen Weg zu finden, durchzusickern, drumherum zu fließen. Und es ruft dich aber auch auf, also diese Rune ruft dich auch auf, fließen zu lassen. Weil stehende Gewässer und auch stehende Gefühle sind brackige Gewässer. Die werden trüb und stille Wasser sind tief und dreckig. Ja? Deswegen ruft dich diese Rune des Loslassens. Loslassen bedeutet, etwas sein zu lassen, den Dingen Raum zu schenken, dass sie so sind, wie sie sind. Diese Rune ruft dich auf, alles was ist anzunehmen und fließen zu lassen und dann ist am Ende alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. So viel von mir heute in diesem Feenring. Ich bedanke mich aus ganzem Herzen für dein Dasein, Hiersein und bei mir sein. Dicken Kuss in die Runde und ich mache gleich noch eine Legung für dich. Gefühle deines Gegenübers. Bye bye, ciao ciao, bis gleich, dein Yonanda TV.